Anfang 2009 während des Wahlkampfs. Ali ist Nachtwächter und erst seit kurzem aus der Haft entlassen. Ali auf dem Polizeirevier. Er wartet. Seine Frau und seine Tochter sind heute Abend nicht nach Hause gekommen. Ali ist Jäger. Er zieht sich gerne in den Wald zurück. Beton und Straßenverkehr erdrücken ihn. Jetzt hat Ali nichts mehr zu verlieren. Er ist zu einer potenziellen Bombe geworden. Bald wird er sich selbst zünden. Die Vorlage von Zeit des Zorns ist eine Novelle von Bozorg Alavi von 1952. Regisseur und Hauptdarsteller Raffi Pitz nimmt die Generation, die nach der Revolution 1979 geboren wurde, unter die Lupe. Eine Generation, die sich betrogen fühlt. Ein brandaktuelles Thema und bislang Raffi Pitz stärkstes Werk.